schönsten Anlagen in der 18. Dynastie errichtet wurden. Der Tempelherr wurde von Amenophis der III. Errichtet, ungefähr 1400 vor Christus, dann verrannte der II. Von Indis in der 19. Dynastie und am 13. Jahrhundert vor Christus. Das wurde der 19. Dynastie von Indus. Und die alle Tempelanlagen sind immer von hinten nach vorne aufgewachsen. Wir sind ja vor dem ersten Pylon des Tempels. Einst stand ja Sitz und Boot für Ramses II. Deshalb über 200 Kinder, mehr als 40 Nebenfrauen, aber war bekannt bei der Geschichte nicht wegen der Kinder und der Frauen, ja, sondern wegen der Heiligtümer und den Tempelanlagen, was er überall errichtet hat. Deshalb Sie können seinen Namen auch nur dran finden. Schauen Sie mal, ja. Sie können seinen Namen leicht lesen. Ja. Sie können jetzt Hieroglyphen lesen, oder? Das hier ist der Thronname des Königs. Wie man erkennt das? Ganz einfach durch diesen beiden Zeichen. Die Biene und die Pflanze. Denn hier, man sieht innerhalb der Rahmen oder innerhalb der Kartusch 6 Zeichen. Der erste ist die Sonnenscheibe. Sonnengott heißt Ra. Bingo, ja. Der zweite ist ein Zeichen, ein Stab endet mit Schakalkopf, heißt ja. Wässerzeichen. Nicht Visier, sondern Wässer. Symbol für die Macht. Drittens ist eine Göttin, sitzt auf dem Thronstuhl, manchmal sitzt auf dem Boden. Aber man erkennt diese Göttin immer durch diesen Feder, die auf dem Kopf ist, das Symbol für die Gerechtigkeit. Sie heißt den Göttin Ma'et. Diese Feder in jenseits wurde immer gewogen gegen den Herz von der Verstorbenen. Dann hier die anderen drei Zeichen, die Sonnenscheibe wieder, den Setup-Zeichen oder den Thronstuhl-Zeichen und der Buchstabe N. Der sieht genau wie den Wellen aus oder Wasserwellen aus. Wie man liest das eigentlich, wenn das 3, man liest das immer Nummer 2 kommt zuerst, dann Nummer 3, dann Nummer 1. Wenn das 6 Zeichen oder 5 Zeichen, das heißt, wurde immer zum 2 Hälften eingeteilt. Ersten 3 dort und die letzten 3 hier. Auch wurde die gleichen gelesen, 2, 3, 1. Das heißt, Zeichen Nummer 2 kommt zuerst, dann Nummer 3, dann Nummer 1. Dann hier auch die gleichen, 2, 3, dann 1. Wie heißt er? Wässer, Ma'et, Ra, dann Setib, N, Ra. Ja? Wir haben das um zwei Hälften eingeteilt. Dann immer Nummer 2, dann Nummer 3, dann Nummer 1. Das ist leicht zu lesen. Man sieht hier diese drei Heiligtümer, sind hier als Patrestation für die heiligen Paten des Tempelgötter. Genau was Sie bei Karnak-Tempel gesehen haben, auch hinter dem Pylon. Sie haben drei Niederräume errichtet für die Holzschiffe, die auf denen die Statusgötter so transportiert haben. Und auch bei dem Tempel hier sind drei Gottheiten verehrt. Die alle Tempelanlagen, die in Luxor errichtet sind, sind für den Gott Amun, seine Frau und seinen Sohn geweiht. Das heißt, im Mittelraum hier, Sie haben bei Ihnen den heiligen Park von der Gott Amun, rechts für die heilige Park der Stadt und sich errichten. Und die schönsten Städte, die noch gut erhalten sind, sind diese beiden zwei. Man hat immer auf den Hals, kommt dieser großen Gesicht und Kopf, Schmeine, dann die Krone darauf. Schauen Sie mal, wie groß die Krone ist, auf diesen schmalen Hals. Deshalb auch Hals immer die Muskeln überall, die Kniescheibe. Sie haben das alles hier richtig gemacht. Und das zeigt uns, dass Sie haben damals diese harten Materialien meisterhaft beherrscht. Außer das erhält hier zwei von den heiligen Papyrusrollen in seinem Hand. Wurde auf ihnen die Gesetze von Ober- und Unterägypten geschrieben, als Zeichen des ersten Land in Hand haben. Denn hinter dem linken Fuß, man sieht immer kleinste Statue oder kleinste Darstellung von seiner Frau, den Königin Nefertari, heißt Nefertari, nicht nur vertieft. Nefertari ist die Frau von Eschner. Nefertari heißt die Allerschönste. Das ist die Frau von Ramses II. Nefertari heißt die Schönste, kommt. Aber Sie sind nicht. Aber Fassade, Sie sind die Stadt, seine Frau. Und die ganze Tümpel ist besiegelt.
dann passt das mit den paar Staaten auf die Wahnsinn, die da nicht gehauen hat. Ich habe meine Stadt richtig, ja? Mit der Kobra-Schlange oben auf den Kopf. Die Kobra schützt den König von den bösen Geistern. Deshalb macht die Kobra gut drauf, nur seine Stimme. Mit dem Kopf, der Boden, 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 der Boden